Herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich euch einen ganzen Schweinenacken mitgebracht. 3 Kilo hat das Kollege gewogen. Und dann machen wir heute XXL Cam Steaks. Richtige Hammergeräte. Ja? Dazu brauchen wir ein geiles Gewürz. Dazu nehmen wir heute mal das Mississippi. Ein bisschen Salatöl. Natürlich ein richtig cooles Messer. Ein Pinsel. Und in Fränkisch heißt das Fleischklopfer. Also Fleischklopfer oder Klöpferchen. Klopferchen, ja. Dann werden wir mal loslegen und schneiden uns mal 2 Kollegen runter. Weil der Kameramann hat heute seinen Bruder dabei. Ja? Und der hat immer Hunger, der Kevin. Okay, jetzt schneiden wir halt einmal aus der Mitte raus. Es ist jetzt nicht ganz gewöhnlich, dass das Teil so schwer ist. Halt gute fränkische Sau war das. Ne? Jetzt tun wir mal mittig, den ich einfach mal durchschneiden. Und ich habe diesen riesen Kamm genommen, weil ich mir gedacht habe, dass er marmoriert ist. Und das ist beim Schwein sehr selten, seht ihr das? So soll es ausschauen. Das ist noch Qualität. Und dann wird man halt einmal ein paar kolleglich schneiden. Ne? So dick. Ungefähr wie viel Zentimeter? 3, 4, ne? 3, 4, ja. 2 Stück. Ja, das ist einmal ein Kammstegle. Den Rest gebe ich mal weg. Ich muss kurz die Hände noch ein bisschen damit sauber machen. Und jetzt nehmen wir den Fleischklopfer, das Hämmerle. Da werden wieder viele sagen, um Gottes Willen, der klopft sein Fleisch. Aber bei dem Brocken können wir das ruhig mal machen. Heute ist sehr windig. Klopfen wir schön auf beiden Seiten. Träumle. Dann noch ein wenig nachklopfen. Perfekt. Geben wir die in so eine Schüssel zum Würzen. Jetzt wird es wieder windig. Ich zeige es. Oh, das ganze Öl ausgelöfft. Natürlich wäre es jetzt besser, wenn es ein bisschen natürlich über Nacht marinieren würde, aber der hat so viel Schub, das Mississippi, das funktioniert so auch. Schön richtig einbalsamieren damit. Die schmatzen schon die 2 da. Ja, da haben wir schön das Brett geölt. Dann müssen wir heute mal aufs Brett, weil es natürlich gerade umgefallen ist, habt ihr gesehen. Gehen wir wieder zurück da rein. Das tut dem Brett auch mal gut, ein wenig Öl. Ne? Perfekt. Stellen wir jetzt wieder da rein, ja, ist sowieso Öl dran. So, und jetzt schauen wir mal. Was der Grill macht, schaut gut aus. Grillzange haben wir wie immer keine da. Ist ein Traum, der Herr Zeidler. Ich lege es mal mit der Hand auf und besorge mir schnell eine Grillzange. Ja? Wir haben nur 250 Grad anliegen. Jetzt kommt sie schon, die Zange. Ja, ich bin ja Kamerateams gewöhnt jetzt. Da hat mir immer wenigstens helferlich. Ne? Aber es passiert auch mir mal, dass ich was vergesse. So. Das sind gerätlich. Das perfekte Kammsteak. 1 Minute, 1 Minute, 1 Minute, 1 Minute. Die Technik, dass wir brennig haben. Und dann legen wir hoch und lassen die Energie voll drauf. Ja? Wir gehen da nicht runter, das verträgt der Schweinekamm. Das soll noch ein knusprig werden und dann ist es optimal. Es tut jetzt leicht ein bisschen ein Flämmchen schlagen. Klar, das Öl tropft runter, macht nichts. Minute schon.
Nicht ganz. Schließen wir trotzdem mal kurz den Deckel, bis die Minute um ist. Und da müssen wir gleich klar schief machen, aber das machen wir, wenn es hochzieht. Ja? Hochziehen machen wir 20 Minuten, kein Thermometer. Okay? Das reicht. Minute rum. Okay, schau. Oh, schau da mal hin. Branding, herrlich. Mmh. Das ist einmal ein Stegle. Schaut, dass ihr ein tolles Fleisch erwischt. Kauft euch nicht das fertig marinierte. Das ist nämlich mit Öl. Die Marinade wird mit Öl gemischt und dann kommt es aufs Fleisch. Das hat nur den Grund, dass das länger haltbar ist. Aber die Würze geht meistens gar nicht richtig ans Fleisch hin. Und außen hat man einen richtigen salzigen Geschmack, weil es einfach gar nicht ins Fleisch einziehen kann. Ja? Und es gibt dann richtig schwarze Brandings, weil das funktioniert einfach nicht so gut. Kauft euch ein Stück Fleisch beim Metzger eures Vertrauens. In dem Fall beim Daniel Kesselring in der Groma in Schweinfurt. Ihr könnt überall woanders auch hin. Da finde ich es geil. Die haben immer gute Qualität. Das ist echt wichtig. Ja? Oh. Ja, die haben so 400 Gramm, würde ich sagen. Ne? Immer in Fahrtrichtung, dann liegt er richtig. Schließe meinen Deckel nochmal und dann geht's hoch. Wir checken aber trotzdem nachher mal nach 20 Minuten die Temperatur, aber erst wenn es unten ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert so. Ja? Wir lassen ruhig die 220, 230 anliegen, dass es noch ein wenig knusprig wird außen. Isst man ja gerne ein wenig knusprig. Und diese Steaks, die man auf dem Volksfest oder was weiß ich, auf irgendwelchen Märkten kriegt und die schön in dem Fett schwimmen, hat mit Grillen leider nichts zu tun, das wisst ihr hoffentlich. Ja? Weil das ist irgendwie immer so unappetitlich und da liegen noch so ein Berg Zwiebeln drin. So, jetzt brauchen wir eine Minute und dann drehen wir. So, jetzt drehen wir zum letzten Mal. Die schauen gut aus, die Kolleglich. Schönes Branding. Hammermäßig. Und jetzt können wir schon noch ein bisschen. Ich habe nämlich extra noch meinen Wild West Pfeffer hier. Jetzt würze ich die da oben drauf gleich mal ein wenig nach. Und lassen den Pfeffer damit reinschmuggeln. Schön. Ja. Es reicht jetzt gleich, jetzt lege ich mal hoch und dann sehen wir uns in 20 Minuten. Okay? Schaut gut aus. Hoch damit. Mit der Collation. Und gute Nacht. Bis gleich. Schon geil aus, die Dinger. Jetzt bin ich gespannt. 200 Grad. Ich habe jetzt mal ausgemacht nach 15 Minuten habe ich ausgemacht, das ist auf 200 Grad runter. Nach 10 Minuten habe ich einmal gedreht, die Kollegen. Uhuhuhuhu. Die schauen ja edelst aus. Die holen wir jetzt mal runter da. So. Bin ja gespannt. Jetzt stecken wir da mal ein Thermometer. Dass wir mal die Kerntemperatur sehen. Ich schätze, die müsste so bei 263 Grad liegen. Jetzt bin ich mal gespannt. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Sehr gut, 1,62 wird sich einbinden, genauso wollte ich haben. Aber jetzt 20 Minuten oben drauf, 200 Grad weiter bis 15 Minuten 250 Grad habe ich drin gelassen, habe ich alle Brenner ausgemacht, ist auf 200 runter, perfekt, 61 Grad liegen an.
kommt die Stunde der Wahrheit. Das schneiden wir mal das Kollegle komplett durch, würde ich sagen. Ne? Da. Schaut euch das mal an. Zart rosa. Herrlich, herrlich. Ich probiere. Butter. Aber wirklich, für Schweinenack. Hammermäßig. Hätte ich nicht gedacht, dass es so rauskommt. Wer es natürlich ein bisschen weiter will. Ja, Schweine kann man bis 65 ziehen, aber schön. Dezent rosa noch, sehr saftig. Müsst ihr mal so ausprobieren in dieser Dicke. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler. Und teilt mein Video.